Wir sprechen über zeitgemäße Prüfungsformate, genauer gesagt heute über das, was dann dabei rauskommt, nämlich über das Produkt. Dafür haben wir zwei ExpertInnen bei uns. Das eine ist Anna Reuter, sie ist Lehrerin am Berufskolleg und Fachleitung in den Zentren für schulpraktische LehrerInnenausbildung in Köln und in Leverkusen. Und Lars zum Bansen ist da, er ist Lehrer für Kunst und Deutsch und didaktischer Leiter am Gymnasium Hasewinkel. Der Schieberegler Produkt hat auf der einen Seite handschriftlich stehen und auf der anderen Seite multimodal. Was bedeutet das überhaupt? Ja, multimodal, vielleicht schauen wir uns das zunächst mal an. Das bezieht sich auf die verschiedenen Modalitäten letztlich der Sinneswahrnehmung mit in die Alternativüberlegungen zu Prüfungsformaten ein. Und wir reduzieren da natürlich nicht nur auf die handschriftlich-sprachliche Textarbeit, sondern möchten eben auditive, visuell-bildliche Zugänge unter Zugriff zum Beispiel auf Bild, Ton, Schrift, Medien mit einbeziehen. Und schlussendlich ist das so komplex zu verstehen, wie in der Realität echte Interaktion eben erst möglich wird. Und wenn man dann aber schaut, wie sind Prüfungsformate heute ausgestaltet, dann muss man ja sagen, in der Regel wird mit großer Selbstverständlichkeit eine handschriftliche Leistung in Einzelarbeit verlangt. Wenn wir jetzt aber schauen, wie gehen wir heute vor in einer Kultur der Digitalität, wenn man Texte verfasst, wir beginnen vielleicht ja mit einer These, formulieren dann das Fazit, schauen dann nochmal auf den einleitenden Satz, um dann das Fazit nochmal zu ändern. Wir gehen also alles andere als linear vor. Wir erwarten aber von unseren Schülerinnen eine entsprechend komplexe Durcharbeitung des Textes. Und vielleicht wird an diesem Beispiel schon deutlich, dass Prüfungsformate, die auf Handschriftlichkeit reduziert sind, bedeutsame Kompetenzen des 21. Jahrhunderts und auch deren Vielfalt überhaupt nicht abbilden. Zeitgemäße Formate aber repräsentieren diese nicht zuletzt durch eine Erweiterung der Produktauswahl und damit natürlich auch ja, durch die Auswahlmöglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler selber haben an der Stelle. Lars, ich weiß, ihr habt ein Beispiel mitgebracht. Ihr könnt beschreiben, wie sich das Lernen verändert, wenn man Prüfungen entsprechend verändert. Genau. Also vielleicht nochmal, um das Beispiel von Anna aufzugreifen, wir konditionieren unsere Schüler ja noch zu sehr auf diese handschriftliche Monokultur, wo wir dann irgendwelche kontextlos bestimmte Analyseschemata mit Hilfe von Textbausteinen oder Formulierungsbausteinen einüben. Wenn wir Prüfungen jetzt, wie du sagst, zeitgemäß konzipieren, dann verändert sich natürlich auch das Lernen. Ich nehme mal ein Beispiel jetzt aus dem Projektkurs Design aus der Oberstufe, wo wir einen mehrgliedrigen Produktprozess haben, wenn man so möchte. Das heißt, die Schüler führen hier zum Beispiel Umfragen durch, um überhaupt erstmal Nutzungsmotive bzw. Kundenwünsche, ne, in den Blick zu kriegen. Es ging jetzt zum Beispiel um Möbeldesign für SchülerInnen. Da braucht man natürlich auch eine gewisse Empathiefähigkeit. Man muss sich also erstmal in ein Gegenüber hineinversetzen. Also das heißt, wir sehen schon, bei multimodalen Produkten ist der Adressatenbezug auch ganz, ganz relevant. Die Schüler führen dann eine Projektmappe, sie sammeln Vorbilder, sie erstellen Moodboards. Das sind also so multisinnliche Assoziationssammlungen, wo die Schüler überhaupt überlegen, mal angenommen, ich erstelle jetzt einen Stuhl, welche Farbe könnte der haben, welche Form, welche Materialität. Also es geht darum, so einen Wirkungszusammenklang sich zu überlegen. Ne? Das macht ja Multimodalität aus. Das heißt, wie wirkt der eine Sinneseindruck auf den anderen und ergänzen die sich sinnvoll oder eben nicht? Dann führen die Schüler Skizzen durch zu ihrer Idee. Sie gestalten diese dann um, erstellen Prototypen, die wiederum verschiedene Feedback-Schleifen durchlaufen. Und am Ende kommt dann vielleicht noch sowas wie eine maschinell verschriftlichte Reflexion. Aber ganz am Ende präsentieren sie eben auch ihre Produkte in Form einer Ausstellung. Und das zeigt nochmal sehr besonders, dass ein Produkt eben aus unserer Sicht immer etwas ist, was nur in sozialer Interaktion entsteht. Ja, also auch im Prozess selbst durch Feedback, Peer-Feedback und durch LehrerInnen-Feedback, aber eben auch am Ende durch eine öffentliche Präsentation. Felix Winter nennt das Feste des Lernens, diese Präsentationsformate, weil die Schüler damit auch nochmal so authentische Resonanzräume eben für ihre Leistung erhalten. Inwieweit trägt diese Frage jetzt zum Thema zeitgemäße Bildung als große Zielvorstellung bei? Ah, wichtige Frage. Du verknüpfst ja die Frage nach dem Lernen. Wie verändert sich Lernen mit der Perspektive auf zeitgemäße Bildung? Und wir denken eben, dass eine zeitgemäße Lernkultur auf persönliche Entwicklung in Gemeinschaftlichkeit abzielt, ne? Auf Kompetenz, auf Selbstwirksamkeitserleben.
Und da Prüfungs- und Lernkultur einander bedingen, müssen natürlich auch Prüfungsformate entsprechend lernförderlich sein. Und wenn wir jetzt hier auf den aktuellen Schieberegler schauen, letztendlich also die Ausrichtung auf Multimodalität, dann kann man das sicherlich an dem Beispiel, was Lars hier eben auch skizziert hat, gut festmachen. Denn das sind ja Aufgaben, die verschiedene Lösungswege mit sich bringen und damit ja auch verschiedene Produkte ermöglichen. Und die sind nun mal in der Regel komplexer. Und meines Erachtens wird da die Fähigkeit gefragt, divergent denken zu können. Also vielfältige Lösungsmöglichkeiten zu erschließen, sich zu entscheiden und schlussendlich dann auch zu einer ganz eigenen Lösung zu kommen, auf die man dann auch stolz ist, ne? Das erfordert schlussendlich kreative Problemlösestrategien, nicht zuletzt auch psychische Widerstandskraft, ne? Resilienz ist aktuell in aller Munde. Und damit eben auch Kernkompetenzen einer Kultur der Digitalität. In multimedial ausgerichteten Überprüfungsprozessen können Schülerinnen ich habe das eben ja schon angedeutet, ihre Medien, ihre Produkte eben auch passend zum Inhalt, passend zu ihren Erkenntnissen auswählen. Und ich glaube, da wird auch nochmal deutlich, dass das ein toller Reflexionsanlass. Metakognition spielt eine wesentliche Rolle und ich denke, das ist unabdingbar in komplexen, problemlösenden Prozessen, sollte demzufolge auch im Unterricht thematisiert werden. Ihr habt jetzt ja ganz viele positive Aspekte genannt. Was passiert aber an, weiß ich nicht, Nicht-Hurra-Rufen? Was gibt es für Widerstände, für Schwierigkeiten, wenn man den Regler jetzt ein Stück weit vom Handschriftlichen weg zum Multimodalen verschieben will? Ja, ich fange vielleicht mal an. Anna kann gleich noch ein bisschen vertiefen. Also ich denke mal, ein Gegenargument ist immer die Zeitintensität. Ne? Wenn ich multimodale Leistungsprodukte erstelle, ob es Podcasts sind, Blogs, Social-Media-Kampagnen, Erklärvideos, umfangreiche Gestaltung, dann kann man sich ja schon denken, das ist ein komplexer Prozess, das wurde ja auch gerade schon erläutert. Das wird häufig aber auch deswegen als kritisch wahrgenommen, weil es als weniger komplex begriffen wird, ne? Im Gegensatz zu einer schriftlichen Reflexion. Vielleicht auch häufig, weil es so ein bisschen als Additum oder so als Ergänzung zum eigentlichen Lernen begriffen wird. Wenn ich noch Zeit habe am Ende einer Lerneinheit, dann mache ich mal noch ein Erklärvideo. Und stelle dann plötzlich fest, Mensch, das braucht ja viel zu lange. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich muss ja irgendwie weiterkommen. Wir stellen auch fest, dass leider in diesen Prüfungsformaten die Reduktion auf ein Produkt ein Stück weit als Garant der Vergleichbarkeit gesehen wird. Ne? Und ich denke aber, wir denken, dass gerade dies dem Prinzip der Chancengleichheit widerspricht. Da ja gar nicht alle SchülerInnen ihre vielfältigen Kompetenzen, ihre Qualitäten zeigen können. Ich meine, sogar umgekehrt gilt. Ne? Je größer die Varianz der Produkte, desto größer sind tatsächlich dann auch die Leistungschancen. Inwieweit steht jetzt dieser Reglerprodukt im Verhältnis zu anderen Reglern? Also ich weiß schon, zu allen ist immer die Antwort, gibt es ein Verhältnis, aber welche würdet ihr hervorheben? Ja, einen hat Anna ja eben schon genannt. Also natürlich ist es ganz relevant, dass ich die Aufgabenstellung öffne. Das ist ganz entscheidend, ne? Damit ich überhaupt den Schülern eine Option ermögliche, eben multimodal ein Gestaltungsprodukt zu wählen. Und dazu natürlich spielt der Faktor Zeit eine Rolle. Ich kann die Schüler nicht unter Druck setzen, kreativ zu sein. Also das heißt, wenn ich eine App programmieren möchte oder allein, wenn ich mir die verschiedenen Entscheidungsdimensionen einfach mal anschaue, ne, die ich zum Beispiel bei der Erstellung eines Erklärvideos absolvieren muss. Ich muss neben dem Text, den ich vielleicht produziere, den ich einsprechen möchte, muss ich mir Gedanken machen über meine Performance, über die Sprechweise, über die Intonation. Die Körpersprache, wenn ich denn selbst im Bild bin, über mein Outfit, über den Hintergrund, gegebenenfalls über die Beleuchtung und alles das muss zusammenpassen. Ja, also man kann ja schon sehen, das ist eine Verdichtung von Lernen, die da stattfindet. Und darum ist das ja auch gerade so wertvoll. Deswegen muss man diesen multimodalen Produkten auch Zeit einräumen. Wenn man jetzt anfangen will und den Regler zumindest ein Stück weit nach rechts bewegt, was macht man da am besten als erster Schritt? Ja, wenn ich jetzt mal vielleicht noch davon ausgehe, dass wir eine klassische Klassenarbeit oder Klausur haben, dann kann ich ja trotzdem Teilaspekte davon multimodal anlegen. Das wird ja auch teilweise schon praktiziert. Wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe einen argumentativen Text, den könnte ich ja erstmal in Form einer Sketchnote zum Beispiel rekonstruieren lassen, um die wesentlichen Schlüsselbegriffe, aber auch vielleicht Metaphern irgendwie multisinnlich aufzubereiten.
Das wäre übrigens auch schon eine Transferleistung, muss man dazu sagen. Es ist keine Reproduktionsleistung, weil das eben echtes Lernen ermöglicht. Denn ein Sachverhalt muss überhaupt erstmal richtig durchdrungen werden, um ihn dann auch in ein anderes Zeichenformat überführen zu können. Im Fach Kunst haben wir zum Beispiel immer auch schon solche analysierenden Skizzen zu der Komposition eines Bildes, wo die SchülerInnen zeichnerisch erkunden müssen, was in dem Bild passiert auf einer abstrakten Ebene. Man kann das aber auch sehen oder man kann zum Beispiel nutzen Diagramme, Mindmaps, Conceptmaps, die den Schülern es ermöglichen, also komplexe, divergente, vielleicht auch sehr vielleicht erstmal schwierig zu greifende Aspekte für sich zu klären, sodass man dann schon sieht, dass eigentlich multimodale Codierung immer auch die Verarbeitungstiefe des Lernens erhöht. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil so Lernprozesse nachhaltiger werden. Ergänzungen? Nee, Lars hat es tatsächlich schon auf den Punkt gebracht. Es ist ja, du hast es vielleicht an dem Begriff der Metapher wunderbar erörtert, denn Metaphern als Ausdruck einer textlichen Interpretation, die finden ja nicht nur in Kunst ihren Weg, sondern tatsächlich ja in jedwedem Fach. Ne? Und du hast von Verarbeitungstiefe, von Lerninhalten gesprochen und ich denke, das ist eigentlich unser Hauptargument, dass Lernen einfach viel, viel besser gelingt, wenn wir an der Stelle den Schieberegler öffnen in Richtung Multimodalität. Ja, es hat mich auch gerade nochmal ins Nachdenken gebracht über diese Grundidee, dass der Transfer per se schon eine Stufe elaborierter sein muss, wenn man sozusagen den Modus oder die Modalität in dem Fall wechselt. Das liegt ja eigentlich auf der Hand, aber war jetzt erst durch eure Erklärung für mich tatsächlich so richtig nochmal offensichtlich, dass wir häufig ja sonst auch da von einer Monomodalität ausgehen, von einem geschriebenen Text zu einem anderen geschriebenen Text, den Transfer nicht gerade ganz weit zu denken. Ich habe viel gelernt vom Gespräch mit euch. Ganz, ganz herzlichen Dank an Anna Reuter und Lars Zumbansen.